Als Steuerberater und Nutzer von DATEV Kanzlei Rechnungswesen unterstützen Sie Ihre Mandanten durch ein laufendes Erfolgsmonitoring, indem Sie DATEV Controlling Report Komfort mit Frühwarnsystem einsetzen. In diesem Video zeigen wir Ihnen anhand eines Beispiels, wie das Frühwarnsystem im Controlling Report Komfort die laufende Buchführung aktiv auf wesentliche Abweichungen überwacht und Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuelle wirtschaftliche Situation Ihrer Mandanten gibt. Auffälligkeiten erkennen Sie auf einen Blick im DATEV Arbeitsplatz. Und mit der Individualisierung der Frühwarnkriterien im Controlling Report Komfort ergänzen Sie die unterjährige Überwachung der wirtschaftlichen Lage Ihrer Mandanten durch den Vergleich mit Vorjahres- und Vormonatswerten. Dazu stehen Ihnen im Arbeitsbereich Frühwarnsystem Standardvorlagen wie die DATEV-Mustervorlage zur Verfügung. Diese enthält wichtige Kennzahlen wie Umsatzrendite, Wareneinsatzquote, Personalaufwandsquote und Ergebnis vor Steuern. Sie können die hinterlegten Kriterien, Vergleichsarten und Schwellenwerte je nach Mandant anpassen und als individuelle Vorlage oder Kanzleivorlage abspeichern. Passen Sie zum Beispiel die Schwellenwerte des Kriteriums Umsatzrendite so an, dass der auffällige Bereich bei 2% und der kritische Bereich bei 0% beginnt. Das bedeutet, wenn die kumulierte Umsatzrendite gegenüber dem Vorjahreswert um weniger als 2% steigt, gilt es aufmerksam zu sein. Fällt sie, sollten Sie bei Ihrem Mandanten nach den Ursachen fragen. Einen ersten Überblick über die Ergebnisse des Frühwarnsystems erhalten Sie im DATEV-Arbeitsplatz. Anhand der Farben und Symbole werden Abweichungen sofort deutlich. Über die Schnellinfo sehen Sie, dass sich die Umsatzrendite im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert hat. Da sie sich aus dem Verhältnis von Betriebsergebnis zu Umsatzerlösen ergibt, sollten Sie sich diese beiden Positionen genauer ansehen. Wählen Sie dazu in den Einstellungen des Controlling Reports Komfort die Option Frühwarnkriterien anzeigen und starten Sie den Controlling Report Komfort. Wählen Sie die Auswertung Erfolg, um sich in einem ersten Schritt die Entwicklung der Umsatzerlöse anzusehen. Schnell wird klar, dass Sie im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind. Hat sich der Umsatz des Mandanten in einen anderen Monat verschoben oder liegt vielleicht ein Umsatzeinbruch vor? Sehen Sie sich in einem zweiten Schritt das Betriebsergebnis an. Dieses hat sich im Vergleich zum kumulierten Vorjahreszeitraum verschlechtert. Betrachten Sie die großen Positionen, die auf das Betriebsergebnis Einfluss nehmen können. Das sind beispielsweise die Positionen Materialeinkauf oder Gesamtkosten. Sie erkennen, dass sich die Gesamtkosten erhöht haben. Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass die Raumkosten gestiegen sind. Jetzt können Sie gemeinsam mit Ihrem Mandanten auf die Suche nach den Gründen gehen und Maßnahmen ableiten. Mithilfe des Frühwarnsystems im Controlling Report Komfort und einer tiefergehenden Beratung unterstützen Sie die erfolgreiche Zukunft Ihrer Mandanten. Ein Dienst, den Sie sehr gut auch als monatliche, kostenpflichtige Leistung platzieren können. Steigen Sie jetzt ein! Lesen Sie im Informationsdokument, wie Sie Frühwarnkriterien im Controlling Report Komfort nutzen.